Ja, hallo, ich bin der Pablo Riera. Ich bin auch also Mitgründungsmitglied von Dichter zusammen. Und was gibt es viel von mir zu sagen? Also ich habe das mit organisiert hier und ich bin froh, dass es so gut geklappt hat, dass wir dann doch noch ein paar Leute gekriegt haben, die da auftreten konnten. Ja, ich mache es anders wie der Guido. Ich fange mit dem krassesten Text an und dann wird es ein bisschen, dann entlasse ich euch ein bisschen lockerer wird. Also der erste Text heißt Hanna. Mit scharfer Klinge schneidet sie die Bärte der Testosteronmänner. Seit Jahren, seit vielen Jahren. Und dann kam der 25. November 2012. Und da war der Kunde. Er hatte einen mächtigen Bart und sah etwas verloren aus. Er erkannte sie nicht, aber sie ihn. Den Mann ihres Lebens. Den Mann, den sie vergöttert hatte. Und er hat ihre Unschuld genommen. Er hat sie benutzt, genutzt, ausgenutzt, ihr Vertrauen, sie missbraucht, sie willenlos gemacht. Nein, er hat sie hörig werden lassen, ein Spielzeug seiner Gefühle. Als er sie sah, kokettierte er mit ihr, ohne das Wissen, dass sie ihn kennt. Seine Hilflosigkeit machte sie fast wieder schwach. Denn das Kokettieren war in diesem Fall wieder und wieder das archaische Grundbedürfnis von Thomas Lutz. Das kannte sie, das wusste sie. Und er kokettierte weiter. Wollen Sie Platz nehmen? Ja, gerne. Wie soll ich denn Ihren mächtigen Bart stutzen? So wie immer, an den Seiten kurz und in der Mitte etwas länger. Wie war nochmal Ihr Name, wertes Fräulein? Und wieder dieses Grinsen, dieses gewinnende Grinsen. Setzen Sie sich erstmal. Er sah ihr aus dem Spiegel direkt in die Augen. Der Schmerz aus der Vergangenheit bemächtigte sich ihrer Gefühle. Tränen schossen ihr in die Augen. Mit der Bartschere in der Hand knickte sie ein, bis ihr rechtes Knie den Boden berührte und ihr den gewünschten Halt gab. Er beugte sich zu ihr herunter und fragte, was haben Sie? Der männliche Geruch, der ihr einst gefallen hatte, stieg ihr in die Nase. War nicht alles gut früher? War er nicht der Mann ihrer Träume gewesen? Ein innerer Kampf, ob jetzt gut oder schlecht war, gut, schlecht, ein Kampf zwischen gut und schlecht. Die Bartschere hatte sie immer noch in ihrer rechten Hand umklammert, von kaltem Schweiß. Fester Entschluss, in Sekundenschnelle, Rache für mein verkorkstes Leben, Rache, dass du mein Vertrauen missbraucht hast, mich missbraucht hast. Fester Anschluss. Sie bohrte mit einem festen Stoß die Schere in sein linkes Ohr und stach durch und durch. Dann drehte sie seinen Kopf zu sich und da war kein gewinnendes Lächeln, kein Grinsen, kein Zellenzeigen. Da war nur noch Schmerz in seinem Gesicht. Und die Augen waren nach allen Seiten, suchend nach Hilfe. Sie zog den Kopf mit der Bartschere zu sich, spuckte ihn an mit den Worten, es ist gleich vorbei, lass es gut sein. Es ist vorbei, Vater.